Kapitel 19 Hydropie. Die Prüfungen des einsamen Eiland. Und so betraten wir den Dschungel. Der Fakt, dass die Sonne bereits am Untergehen war, war uns völlig egal. Alles, was wir wollten, war schnell fertig zu werden. Nur würde es sofort eine Herausforderung werden, diesen ersten Prüfer zu finden. Eine genauere Ortsangabe als Dschungel war wohl bei unserem Budget nicht drin oder sowas. Aber die Insel war auch nicht riesig, also würde die Suche auch nicht ewig dauern. Der Dschungel war relativ dicht bewachsen, was unsere Suche noch etwas erschwerte. Rund 1,5 Stunden dauerte es, bis wir ein Pokémon antrafen. Ich war nicht dämlich, deshalb wusste ich selber, dass es sich um Gewaldro handeln musste. Ich erinnerte mich nicht mehr wirklich an das Pokémon, aber das Aussehen verriet trotzdem sehr viel. Und Olaf erkannte den Gecko natürlich sofort. Auch wenn er es natürlich wieder etwas verstecken wollte. Hey, du bist Gewaldro, oder? Ja, warum? Wir haben dich gesucht, Lapras hat uns hergebracht. Auf diesen Namen reagierte das Pokémon sofort. Lapras, wirklich? Heißt das, dass du der Mensch bist, Riolu? Wow, richtig geraten. Bei einer 50-50 Chance, ja bin ich. Du bist nicht so der höfliche Typ, nicht? Und die Chance war 100-0, ich erinnere mich noch an dich, Hydropie. Du hast doch zu Günthers Team gehört. Das stimmt, und ich begleite Riolu. Wir sind wegen deiner Prüfung hier. Ja, das habe ich mir bereits gedacht. Es ist schon spät, da wollen wir doch bestimmt nicht mehr viel Zeit mit dem Labern verbringen und anfangen, oder? Also, wollen wir loslegen? Keine Zeit verlieren war wohl unser Nummer 1 Motto auf dieser Reise. Dementsprechend stimmte Olaf natürlich zu. Also dann, ich werde mit dir nichts Kompliziertes machen. Ein simples Fangen und Verstecken spielen. Du kannst tun, was du willst, um mich zu erwischen, Riolu. Aber dein Problem wird sein, dass dieser Wald mein Element ist. Viel Glück dir aber, es wird nicht leicht werden. Ohne eine Vorahnung verschwand er einfach wie im Nichts. Olaf blieb ruhig und rannte nicht stumpf einfach los, was auf jeden Fall ein Fehler gewesen wäre. Er stand still und versuchte zu lauschen, wo Gewaldro sich aufhielt. Und durch die Stille war ein leises Rascheln in den Wipfeln zu hören. Olaf versuchte sofort einen Baum zu attackieren mit einer recht schwachen Attacke mangels Kampferfahrung. Aber ich bemerkte schon, wie Gewaldro schnell auf einen anderen Baum floh, was Olaf nicht einmal zu bemerken schien. Jedenfalls fürs Erste nicht. Bald bemerkte er ein neues Rascheln in einem anderen Wipfel und das Ganze wiederholte sich. Es war eindeutig, dass Gewaldro gerade sehr mit Olaf spielte, da er wusste, dass er so auf keinen Fall gewinnen würde. Jedes Mal, wenn Olaf zu seinem Baum kam, sprang Gewaldro 4 Bäume nach links. Auf diese Weise würde Olaf ihn nie erwischen. Er musste sich jetzt was Neues ausdenken. Und zwar am besten schnell, weil ich bezweifelte, dass Gewaldro ihm ewig Zeit lassen würde. Die ganze Zeit war ich kurz davor, selber einzugreifen. Gewaldros eindeutiges Muster war mir ja bereits aufgefallen und ich hätte es eindeutig bestrafen und Gewaldro erwischen können. Aber das hier war nicht meine Prüfung, sondern Olafs. Auch wenn er alles tun konnte, was nötig war. Gewaldro hatte mir doch eigentlich nie verboten einzugreifen, oder? Und deswegen entschied ich mich bei der nächsten Wiederholung des Ganzen, einen Eisstrahl an den Punkt zu feuern, welchen Gewaldro ansteuern würde. Der Ast, welchen er ansteuerte, gefror zu Eis und Gewaldro rutschte ab. Er knallte ziemlich heftig auf den Boden. Olaf wirkte perplex. Warum hast du jetzt eingegriffen, Hydropie? Er hat es nicht verboten. Er sagte, du kannst alles tun, was nötig ist. Das müsste ja eigentlich auch beinhalten, dir von mir helfen zu lassen. Bist du dir da sicher? Ich meine, das war meine Prüfung. Ich habe am Ende ja gar nichts gemacht. Doch. Gewaldro stand wieder auf. Du hast mich weiter und weiter verfolgt. Ich habe extra auf mein Muster geachtet. Mir war egal, wie genau du es schaffst. Das einzige Ziel war, dass du irgendwie improvisierst. Du musstest mich irgendwie austricksen. Ich meine, im Prinzip hast du das nicht, aber... Am Ende war es einfach Teamwork. Teamwork darf dir auch nicht fremd sein. Es steht immer an erster Stelle. Auch die anderen Prüfer werden euch wahrscheinlich beide antreten lassen. Nicht alle, aber die meisten. Wenn ihr das nicht dürft, dann wird euch das jeweilige Pokémon das selbst sagen. Und das heißt auch, dass ihr die erste Prüfung bestanden habt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mit Bravour war, aber ihr habt's geschafft. Geht nun zum Vulkan, Amphira wird dort auf euch warten. Aber ihr könnt ihre Prüfung nur bestreiten, wenn ihr genau den richtigen Dialog führt. Amphira wird euch grüßen, grüßt nicht zurück. Riolu, du musst dann sagen, willkommen im Auftrag des neuen Zirkel. Sie wird fragen, welcher Zirkel? Und du musst antworten mit, du weißt welcher Zirkel.
Nur das darfst du sagen, nichts anderes. Beide, wirklich nichts anderes. Habt ihr mich verstanden? Ich und Olaf verstanden beide, was er uns sagen wollte. Ein kurzer Abschied und wir reisten weiter zum großen Vulkan in der Mitte des Eilands. Auch wenn es inzwischen Nacht war, stand eine Pause gar nicht zur Debatte. Wenn wir mit Lapras zum nächsten Ort reisen würden, könnten wir uns ausruhen. Das musste reichen. Das, was Gvaldro uns erklärt hatte, behielten wir uns durchgehend im Kopf. Es war schon klar, dass mehr hinter dem steckte als nur eine kurze Überprüfung. Gvaldros Worte hatten eine tiefere Bedeutung. Bald erreichten wir den Fuß des Vulkans, in dem ein kleiner Höhleneingang war. Ivis alte Heimat, wenn ich mich nicht täuschte. Ich verstand auch, wie dieser Ort sie beeinflusst hatte. Jahre auf dieser Insel sind wirklich ein extremes Survival-Training. Irgendwie verwunderte es mich nun nur mehr, dass Ivy damals immer so eine Frohnatur war. Aber auch sie hat sich verändert. Der Krieg verändert Leute. Das Leben verändert Leute. Das ist das, was ich herauszufinden versuchte. Weshalb braucht ein Wesen so lange, um sein wahres Selbst zu finden? Wie kann man sich selber nicht kennen? Aber meine Vision und Ziele standen jetzt erst einmal wieder an zweiter Stelle. Im Inneren der Höhle saß ein echsenartiges Wesen an einer Pfütze aus brennend heißer Lava. Das Pokémon schien uns nicht zu bemerken, als wir hinter ihm standen. Wir hielten uns jedoch genau an Gvaldro und sagten kein Wort. Stumm setzten wir uns auf die andere Seite der Pfütze. Seid gegrüßt, Reisende. Das Pokémon hatte uns eindeutig bereits vorher bemerkt, uns aber beabsichtigt ignoriert. Wie von uns verlangt, sprach Olaf unseren Text. Willkommen im Auftrag des neuen Zirkel. Amphira sah uns interessiert an. Welchen Zirkel? Du weißt, welcher Zirkel. Zufrieden stand das Echsenwesen auf. Das tue ich in der Tat. Willkommen zu Prüfende. Wie lauten eure Namen? Olaf hätte auf diese Frage ohnehin nicht geantwortet. Wir blieben beide stumm. So, habe ich euch die Sprache verschlagen? Oder haben wir jetzt zwei von der ganz unhöflichen Sorte? Die absichtliche Provokation des Pokémon machte eindeutig, dass wir auf der richtigen Fährte waren. Amphira fuhr einfach mit ihrem Text fort. Nun, wenn ihr meint. Also meine Prüfung an euch ist ein Rätsel, welches ihr lösen müsst. Also hört mir gut zu. Das Rätsel lautet: Wichtiger als Liebe, härter als Diamant, heißer als die Sonne und stärker als ein Kriegerwille. Was ist es, das ich suche? Ich wurde etwas unsicher. Was, wenn wir das Rätsel wirklich beantworten mussten? Aber selbst wenn... Was war die Antwort? Alles, was Amphira aufgezählt hatte, war auf seinem Gebiet die Nummer 1. Es gab nichts Wichtigeres, Härteres, Heißeres oder Stärkeres. Somit war es ohnehin die einzige Chance zu hoffen, dass unsere Stille die richtige Antwort wäre. Amphira schien uns allerdings gerade den Beweis zu geben, dass es nicht so war. Ihr habt bisher eine gute Performance geliefert, doch ohne diese Frage zu beantworten, werdet ihr nicht weiterkommen. Ich sah unsicher zu Olaf. Dieser wirkte jedoch fest entschlossen, auf der Stille zu beharren. Das hier ist kein Trick. Ihr müsst mir die richtige Antwort geben. Ihr habt noch 30 Sekunden. Ich wollte etwas sagen, aber entschied mich dagegen. Weniger, weil ich glaubte, dass Stille die Antwort wäre, als weil ich keine Antwort wusste. Olaf blieb fokussiert. Letzte Chance, überlegt es euch gut. Weiterhin blieben wir still. Seid ihr euch auch ganz sicher? Dieses Mal kam sogar eine Reaktion. Olaf nickte kurz. Ich habe euch unterschätzt. Die Lösung des Rätsels ist simpel. Was könnte wichtiger als Liebe sein, härter als Diamant, heißer als die Sonne oder stärker als ein Kriegerwille? Richtig, nichts. Eure Antwort war korrekt. Ihr habt eure Prüfung bestanden. Ab sofort ist es euch gestattet zu reden. Dieses Mal wirkte auch Olaf unsicher. Dieses Mal wirklich. Ich schwöre auf meine Kriegerin-Ehre. Olaf entschied sich, ihr zu vertrauen. Gut, also haben wir dann bestanden. Tatsächlich wirkte alles im Lot. Ja, ihr habt Gvaldros Botschaft gut verstanden, wie ich sehe. Und ihr habt euren Preis verdient. Den Namen eures Zieles. Das Echsen-Pokémon kramte eine alte, leicht verdreckte Karte aus einem Haufen an seltsamen Schriftrollen heraus und breitete sie auf dem Boden aus. Wisst ihr eigentlich, welchen Namen diese Welt trägt? Ich weiß, dass ihr Wurzelwäldler sie meist die andere Welt nennt. Sehr kreativ, ihr Leute. Aber kennt ihr denn auch ihren eigentlichen Namen? Dass Olaf keine Idee hatte, war mir klar, aber dass es mir ähnlich ging, war wahrscheinlich etwas peinlich. Nein, ehrlich gesagt nicht.
Das überrascht mich nicht, aber deshalb erkläre ich es ja. Diese Welt wird auch von vielen als Sternenwelt bezeichnet. Wisst ihr weshalb? Nein, weil ihr ja nicht einmal den Namen kanntet. Guckt euch einmal die Karte an und die Positionierung der Kontinente. Ich betrachtete die Struktur, sah jedoch nicht, worauf Amphira hinaus wollte. Für mich sieht das Ganze relativ willkürlich hinaus. Olaf stimmte mir nicht ganz zu. Naja, ich sehe leichte Ansätze von einem Stern. Das verschollene Eiland da ist nur die Mitte, aber dann würde auf jeden Fall noch ein Zacken fehlen. Amphira wirkte relativ zufrieden. Das hast du gut gesehen, Menschenjunge. Diese Welt ist geformt wie ein Stern. Nur wissen viele das nicht. Es hat viele Jahre und eine Gruppe mutiger Abenteurer, die aber zumindest du ja kennst, Zydropi, gebraucht, um die verschollene Insel im Zentrum des Ozeans zu erreichen. Seitdem ist die Welt vollkommen ergründet, zumindest sagen das viele. Aber die Symbolik ist genauer, als die Leute denken. Mit einem Kohlestück setzte Amphira ein Kreuz auf die Karte, dort wo der Stern einen fünften Zacken hätte. An dieser Stelle liegt ein vielen unbekannter Ort. Er ist so unbekannt, dass er kaum einen Namen hat. Was ihr Lapras sagen könnt, könnt ihr euch aussuchen. Manche nennen diesen Ort Tor zum Himmel. Andere nennen ihn einfach den fünften Zacken des Sternes. Sagt Lapras eine dieser Sachen und er wird verstehen. Das Tor zum Himmel wird bereits euer letztes Ziel auf dieser Reise sein. Lucario und Knackrack sind beide dort. In dieser Prüfung habt ihr euren Fokus unter Beweis gestellt. Doch seid euch versichert. Am Tor zum Himmel werdet ihr wahrlich die Früchte eures Erfolges ernten können. Zumindest, wenn ihr weiterhin Erfolg habt. Habt ihr Fragen? Ich hatte durchaus die ein oder andere, jedoch keine, die Amphira mir beantworten konnte. Allen voran, wie kann ein ganzer Kontinent so lange versteckt bleiben? Aber solche Fragen waren zweitrangig, nun wo wir wussten, dass es ihn gab. Da auch Olaf keine Fragen mehr hatte, machten wir uns auf, den Weg zurück zu Lapras. Dieser begrüßte uns bereits gespannt. Wohin geht die Reise dieses Mal, Freunde? Bring uns zum fünften Zacken. Wie bereits angekündigt, verstand das Transport-Pokémon uns sofort. Ihr habt es also wirklich geschafft. Mein Glückwunsch. Also steigt auf. Ich bringe euch zu einem Ort, der wirklich einzigartig ist. Ein Ort, den ihr nie wieder vergessen werdet. Also machen wir uns auf zu euren letzten Prüfungen. Ich denke, es kann losgehen, oder? Weder Olaf noch ich hatten Einwände. Wieder einmal galt, keine Zeit verlieren. Und dies taten wir auch nicht und reisten sofort ab. Unsere Reise schien sich tatsächlich bereits ihrem Ende zu nähern. Doch was es mit dem geheimen, mysteriösen Kontinent auf sich hatte, würden wir noch erfahren. Und ich bezweifelte, dass es einfacher werden würde. Doch gleichzeitig würden wir den Lohn für unsere Mühen bekommen. Aber was würde dieser Lohn sein? Eine von vielen Fragen, die nur die Zeit beantworten konnte. Auf zum Ziel der Reise.